Hallo, heute erzähle ich euch einiges über alte Geister ruhen unsanft. Knickerbockerbande für immer, das Knickerbocker-Abenteuer für Erwachsene. Die dicksten Knickerbocker-Bücher von früher, das waren diese hier, die Rate-Krimi-Bände, ziemlich dick. Und das neue Buch sieht daneben relativ dünn aus. Diese hatten allerdings 320 Seiten und das neue Buch hat 412. Hier ein paar Kapitelüberschriften. Phantom am Sessellift. Hai im Skistall. Vier Tote ohne Leichen. Eingeschlossen. Spaghetti und Blut. Verschwunden. Was nun genau aus den vier Knickerbockern geworden ist, schauen wir uns an, worauf ihr getippt habt. Ich verrate euch nicht, wie es genau ist, aber ich verrate euch, wie oft ihr richtig getippt habt. Na, ihr macht es ja vielleicht spannend, aber ich kann euch sagen, ihr habt zweimal richtig getippt, einmal falsch, ja, und einmal unentschieden. Erstes Kapitel, der Schatten. Sie hatten keine Ahnung, wie auch. Ihr Schatten blieb immer gut verborgen. Aber Axel, Lilo, Poppy und Dominik wurden beobachtet und das aus einem Grund, den sie nicht einmal in ihren kühnsten Träumen hätten erahnen können. Was ich euch auch verrate, das ist das letzte Wort dieses Buches, dieser Geschichte. Und es lautet Fall. Punkt, Punkt,